Herzlich willkommen zu einer kleinen Videoserie hier auf meinem YouTube-Channel. Und zwar machen wir einen Vergleichstest verschiedener Single-Cut-Modelle. Und zwar haben wir da drin eine Original Gibson Les Paul Custom Shop, die ich von einem lieben Freund ausgeliehen habe. Kostenpunkt ca. 5000 Euro. Dann haben wir eine Maybach Lester, Kostenpunkt ca. 2200 Euro. Wir haben eine FGN, jetzt muss ich ablesen, Relic Master Neo Classic LC. Das ist eine Gitarre, die von FGN praktisch eigentlich gebaut wird, aber von Sigi Braun, dem Gitarrenbauer in Göppingen, zusammengebaut und geaged wird. Also ist im Prinzip so eine Mischung aus Custom Shop und Stangenware. Ja, kostet Listenpreis 3.559, Entschuldigung, aber jetzt mittlerweile nur noch auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich für 2.500 bis 2.600 Euro. Dann haben wir eine Paul Reed Smith McCarty 594 Single Cut. Ja, also ein langer Name. Warum ist die jetzt in dem Vergleichstest drin? Es ist ja keine echte Les Paul und auch nicht eine nachgemachte Les Paul. Nee, es ist eine Evolution der Les Paul, denn Ted McCarty war maßgeblich beteiligt am Design der originalen Les Paul und der hat sich dann später mit Paul Reed Smith zusammengesetzt und hat praktisch eine Gitarre gemacht, die seinem Idealbild einer Les Paul entspricht und praktisch so eine kleine Evolution darstellt. Die testen wir mit. Und dann haben wir noch einen Joker im Programm, von dem ich dir nicht sage, was es ist. Nur so viel, es ist keine Single Cut. Ja, also Single Cut bedeutet, ne, das ist ein Cut hier und das ist nur einer. Normalerweise hast du zwei Beine, also was heißt normalerweise, bei einer Strat hast du zwei, deswegen ist das dann Dual Cut oder ja. Single Cut, normalerweise sagt man, wenn man Single Cut meint, einfach so eine Les Paul-artige Gitarre oder eine Paula. Ja, aber Les Paul darf sich eigentlich nur die Original Gibson nennen. Deswegen heißen die auch alle nicht so. Die heißen dann Single Cut oder sowas. So, also die stellen wir in den Vergleichstest. Dazu habe ich vier Soundbeispiele. Soundbeispiel 1 ist so Richtung ZZ Top Tush, was übrigens auch mit einer Les Paul eingespielt ist, mit seiner berühmten, wie heißt die, Pearly Gates, eine 59er Les Paul Pearly Gates. Dafür nehme ich dann meinen Marshall SV20H Plexi-Nachbau. Ja, oder ist gar eigentlich kein Nachbau, weil es auch ein Gitarre Marshall. Egal, dafür nehme ich den Plexi. Dann haben wir einen Riff, das ist so ein bisschen wie Black Dog von Led Zeppelin, aber nur ganz entfernt, ja, so in the style of. Dazu nehme ich meinen SLO-100. Ich weiß, das ist vom Stil her nicht passend, aber ich wollte ein bisschen Variabilität bieten. Dann spielen wir einen komplett cleanen Sound mit meinem Boogie JP2C, dem John Petrucci Signature Modell. 100 Watt Amp und er hat sehr viel Headroom im Clean-Bereich. Deswegen auch mit der Les Paul komplett clean. Und das vierte wird ein Solo sein aus meinem Blueskurs Quick and Dirty Blues Guitar. Das erste, dritte Solo, glaube ich, ist es insgesamt. Und das spiele ich mit meinem Morgan AC40 Deluxe voll aufgerissen. Das heißt, du hast die volle Endstufenverzerrung drin. Vox-mäßiger Sound und ja, mit einem Power-Soak natürlich, sonst würde ich hier drin taub werden. Diese vier Soundbeispiele wirst du pro Gitarre bekommen. Also 5 Gitarren, A4 Soundbeispiele. Das heißt, ich muss jetzt gleich 20 Clips einspielen. Alles schon vorbereitet hier natürlich. Und was ich gern von dir hätte, ist folgendes. Du machst einen Kommentar und dann sagst du mir, welche von den 5 Gitarren, die sind nummeriert, Gitarre 1, 2, 3, 4, 5, welche von den 5 Gitarren ist denn die Original Gibson Les Paul, die 5000 Euro kostet? Das hätte ich gern als erstes gewusst. Und dann hätte ich gern von dir gewusst, welches ist denn die Joker-Gitarre, zu der ich dir nur sage, dass es keine Single Cut ist. Ja? Also welche ist die Joker-Gitarre, die eigentlich gar nicht reingehört, die übrigens auch wesentlich günstiger ist als die anderen Gitarren. So, und dann kannst du, wenn du möchtest, mir noch sagen, welche Gitarre dir denn am besten gefällt, wenn es nicht eh das gleiche ist wie die Gibson. Weil viele denken, die Gibson klingt am besten. Und wir werden sehen, ob das so ist. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so, vielleicht ist es ja auch nur Markenblindheit. Aber da ihr nicht wisst, was es ist, es ist ein kompletter Blindtest, ihr seht nichts von den Gitarren, ihr müsst rein vom Ohr her bestimmen, welche Gitarre welche ist. Gemein, gell?
So, und wenn ihr wollt, könnt ihr darunter noch alles mögliche andere schreiben. Wer möchte, kann auch sagen, eins ist die, zwei ist die, drei ist die. Aber ich sag euch jetzt schon, das ist, die sind teilweise so nah beieinander, das kannst du ziemlich vergessen. Aber am wichtigsten, welche ist die Gibson, welche ist der Joker und welche gefällt dir am besten? Gut. Das bitte unten in die Kommentare schreiben. Okay, und natürlich noch alles andere, was du auch in die Kommentare schreiben magst. Jetzt legen wir aber los mit der ersten Gitarre. Und nicht, dass du denkst, weil ich hier die Maybach in der Hand habe, ist Gitarre 1 gleich die Maybach. Garantiert nicht, werde ich anders benennen. Oder vielleicht doch, wer weiß. Aber das hat nichts damit zu tun, welche ich jetzt hier in der Hand habe. Und ihr wisst, ich bin faul, aber ich kann das ja nachher im Video rumschiften, so viel ich will. Das heißt, ihr wisst nicht, welches Gitarre 1 sein wird. Ich nehme jetzt die Beispiele auf und du siehst gleich das Ergebnis, was nacheinander durchläuft. Schön kommentieren und viel Spaß beim Hören. Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück. Na, habt ihr einen großen Unterschied gehört? Ich bin echt gespannt auf die Kommentare. So war ich vorher noch nie auf die Kommentare gespannt. Und denkt jetzt nicht, weil ich die FGN als letztes in der Hand habe, dass das Gitarre 5 wäre. Nein, ist es nicht. Oder vielleicht doch. Wer weiß. Also nochmal, kommentiere bitte, welche du denkst, ist die Gibson. Die Gibson Custom Shop für knappe 5.000 Euro.
Und welche, denkst du, ist die Joker-Gitarre, die auf jeden Fall weit unter 2000 Euro kostet? Also Gitarre 1, 2, 3, 4 oder 5. Und welche von den Gitarren, 1, 2, 3, 4 oder 5, gefällt dir persönlich am besten? Was ich nicht erwähnt habe, die Gitarren sind pro Soundbeispiel gleich. Also wenn das jetzt Gitarre 4 wäre, nur angenommen, dann ist die das bei Clean, bei dem Taschriff und bei den anderen Riffs auch. Das ist auch immer dann Gitarre 4. Also es ist schon immer die gleiche Nummer, weil ich die direkt nacheinander weggespielt habe. Okay, so, da bin ich mal sehr gespannt auf deinen Kommentar. Wenn du die anderen zwei Videos dieser Reihe, ja, also im nächsten Video gibt es natürlich die Auflösung, ja, wo du das Ganze dann mit Video siehst und Gitarrennamen eingeblendet. Und ich sage dann auch schon mal ein bisschen was dazu. Und im dritten Video zur Reihe, was dann eine Woche drauf kommt, werde ich dir meine Eindrücke und meinen Gewinner, weil ich die Gitarren ja auch in der Hand habe, was natürlich auch unheimlich viel ausmacht, nämlich nicht nur der Sound, aber eigentlich ist die Hauptsache der Sound, oder? Ja. Da werde ich dir ja meine Gedanken zu den einzelnen Gitarren nochmal präsentieren und dir meinen Gewinner, falls es einen gibt, momentan bin ich sehr unentschlossen, zwischen zwei, werde ich dir dann vorstellen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und der zweite Part mit der Auflösung kommt nächste Woche Mittwoch 19 Uhr. Bis dann, mach's gut. Und tschüss.